Ja, hallo und herzlich willkommen zurück zu einem neuen Part Far Cry 6. Dann wollen wir doch mal weitermachen. So, die kann ich jetzt mittlerweile wieder wegpacken. Was ist das denn? Ist das. Okay. Ist da was? Ah, okay. Ein Handschuh, eine Zigarre. Ja, das würde ich meinem Jesus auch anstecken wollen. Ah. Was haben wir denn da? Ist das eventuell da Und oben? Der nächste? Schlüssel? Kann ich mich hier hochziehen? Zieht sie sich hier hoch? Nein, doch. Ah, und hier sind noch mehr Krokodile. Okay. Ich verzieh mich mal. Zumindest ein bisschen. Und hier kommen wir auch hoch. Okay. Ja. Kletterhaken bitte. Danke. Gut, das haben wir diesmal besser hinbekommen. Oder ich. Na, das eine Mal war ja echt Katastrophe. Aber das ging diesmal. Ach nicht, hier. Oder doch, hier geht's zum Schlüssel hoch, ne? Okay. So schon mal nicht. Haben wir hier noch irgendwie. Ach, ja, hier. Ich sehe es. Okay. Ich wollte gerade sagen, irgendwie muss man ja hier hochkommen. Bringt ja nichts, wenn man da irgendwie. Ne? Ach, und hier wäre ich gar nicht hochgekommen. Das ist einfach zu. Ach, sehr schön. Machst du da immer eine Treppe hin? Suggerierst, dass es da irgendwie, ne, hochgeht und dann geht's doch außen rum. Okay. Cool. Ja, ich lass mich nochmal hier runter, ne? Oder? Okay. Ja, gut. Ich sollte vielleicht auch. Nee, geht auch nicht. Ach, okay, hier. Ich weiß ja nicht, ob ich hier gerne runterspringen will, ne? Bei den beiden Krokus da unten? Okay, jetzt hauen sie ab. Okay, jetzt hauen sie ab. Okay. Ich benutze den hier mal. Nein. Fall doch nicht so. Schlauer Hund. Nicht so doof. Ich hab's gehört. Ich hab eine Knarre. Und ich traue mich, sie zu benutzen. Im Ernstfall. Bin ich tatsächlich in der Lage, zu schießen. Okay. Oder auch nicht. Weil unter Wasser schießen ist jetzt noch nicht unser Ding. Aber hier oben. Okay, einmal bitte einsammeln. Komm, gib her. Okay, danke. Okay. Das ist also da drinne. Das nehme ich auch nochmal mit. Wo bist du? Da hinten. Und dann können wir hier abhauen. Ja. Okay, ist in Ordnung. Den Parcours nehmen wir auch noch mit. Habe ich mir glatt gedacht, dass wir nochmal eine Runde schwimmen. Alter, alles unter Wasser hier, ne? Es war alles mal nicht überflutet. Wo soll das sein? Da oben, ne? Wenn sie sich hier mal hochdingsen würde. Oder ist das hier? Kommt sie hoch? Nein, kommt sie nicht. Manchmal kann sie sich echt nicht so aus dem Wasser ziehen, ne? So schwer ist das nicht. Ach hier. Okay.
Ich nehme das mal mit, ne? Jetzt machen die Oluwas über mich. Ja, oder auch nicht, weil du deren Götzenbild geschändigt hast. Oder geschändet. Ach, hier ist ein Friedhof. Okay. Ich war mal ein bisschen neugierig. Wer ist da vorne? Aha. In Gedenken an Mikhail Lobelov, fleißiger Musiker und Clown. Du wirst uns ewig fehlen. Okay. Ah ja. Naja, dass das hier unter Wasser ist, ist ein bisschen doof, ne? Ist nicht gerade vorteilhaft. Aber gut. Müssen die wissen. Also ich meine, ja gut, zu dem Zeitpunkt, wo sie es hier angebaut haben, war es wohl nicht unter Wasser, ne? Aber was sie damit machen. Ja, meine ich damit. Okay. Ja, ich liebe diesen Hund. Ja, das sagst du öfter. Ich muss mal unbedingt irgendwann mal Dings rufen, ne? Ich meine, wir haben ihn ja jetzt hier schon einigermaßen gut geskillt, unser Boomer, aber Chorizo ist, glaube ich, gerade noch nicht so gut dran, ne? Was? Nein! Ich habe nicht Guapo gerufen. Wo kommt die denn jetzt schon wieder her? Sie sind auch noch so schnell. Na komm mal her. Ach komm. Ja, zumal ich jetzt gar nichts gesehen habe, ne? Nein, vielleicht war es auch besser. Okay, die anderen haben wir wahrscheinlich auch mitgenommen. Ich hau mal ab. Ich habe keine Lust auf, ja? Wo ist denn Chorizo? Ach, da vorne. Stimmt, der ist ja ein bisschen kleiner. Komplett vergessen. Nee, ich habe keinen Bock mehr auf, Krokodile. Ich finde Krokodile jetzt nicht so scheiße, aber die sind hier mir teilweise echt zu aggressiv. Und das muss ich nicht haben. Okay. Okay. Ah ja. Da geht's hoch. Okay. Komme ich hier hoch oder? Manchmal zeigen die Pflanzen ja an, wenn man hochklettern kann, aber das sieht gerade nicht so aus. Ja. Nee. Also ich meine, in Assassin's Creed hätten wir jetzt hier locker hochklettern können, aber hier ist das halt so ein bisschen schwieriger, ne? Da sind Barrieren noch, ja. Barrieren. Ach, hier komme ich hoch. Aber auch nicht ganz so weit hoch, ne? Ja. Yeah. Okay. Da müssen wir uns nochmal umgucken. Ah ja, hm? Für Leute wie mich haben sie extra was hingebaut. Oh. Okay. Ah, hier ist eine Straße. Dann gucke ich mal, dass ich die mal mitnehme. Ich glaube, wir müssen einmal hier außen rum. Wenn ich das jetzt nicht, Hi. Falsch im Kopf habe, müssten wir jetzt hier irgendwie hochkommen, ne? Da vorne irgendwo. Irgendwo, im Nirgendwo. Ich habe schon wieder eine Quest offen, ne? Merke ich gerade, nee, das möchte ich noch nicht. Das möchte ich noch nicht mitnehmen. Das können wir später machen. Es ist halt ein bisschen nervig, wenn das die ganze Zeit angezeigt wird und man dann komplett irritiert ist, wo man hin möchte. Ah ja, hier ist die Zufahrt. Sehr schön. Dann nehmen wir das doch mal, ne? Nee, wie gesagt, also es irritiert mich immer, wenn dann zwei Marker offen sind und der andere dann in die andere Richtung zeigt und... Huch! Sag mal, was muss ich eigentlich nochmal bei Chorizo skillen?
Ablenken. Beutebehälter und Heilkräfte, okay. Ah, dafür muss ich, glaube ich, mit ihm reden, ne? Was ist ein Chorizo? Ach ja, gut. Ich glaube, das wird gerade nichts. Ist halt auch nicht so der schnellste, ne? Augen auf, Dani. Ja. Ah, okay. Hä? Ah, okay. Chorizo! Wo willst du hin? Komm her. Oh, der Junge. Ja. Okay. Leg sie um, Junge. Ich mach dir mal die Ab... Lass dir mal die Ablenkung machen, ne? Okay. Hat ja super geklappt. Tschüss. Ah, ich glaube, das war das mit Ablenkung, ne? Interessant, interessant. Hier haben wir noch was. Gut, Chorizo schafft das schon. Der ist, glaube ich, ganz gut im Bilde. Geronimo. Nein, nein, ich bin nicht feige. Das ist alles nur, damit der Hund da skillen kann. Also, ne, der muss ja auch skillen und so. Das hat nichts mit Feigheit zu tun. Das ist alles nur für seine Skillung. Ne, es ist ja da, dass er da auch mal hinterherkommt. Ne, wie die anderen beiden, die habe ich ja so schnell geskillt. Da muss er ja auch mal mithalten. Ne, er soll ja nicht hier benachteiligt werden. Okay, dann lande ich halt auf dem Dach. So. Das nehme ich mal mit. Hier komme ich wahrscheinlich nicht... Oh, doch. Ich wollte gerade sagen, hier komme ich wahrscheinlich nicht rein, aber doch. Komme ich doch. Ganz gut. Sogar. Ah, okay. Hier haben wir das. Und dann haben wir da noch was anderes, wie ich sehe. Was ich auch gerne mitnehmen möchte. Na, was haben wir bekommen? Okay. Cool. Dann war das nur Deko. Ja, dann... Ich meine, ist ja auch in Ordnung. Ach, da oben bist du ja. Sag ich doch, der schafft das. Chorizo, ich schaff's leider nicht mehr. Ich schaff's nicht mehr da hoch. Du musst leider zu mir runterkommen. Wir müssen uns einen anderen Weg suchen. Meine Kletterkünste sind da so ein bisschen... Ja, eingerostet. Aber gut, das kriegen wir ja noch hin. Wenn ich hier rauskomme. Ja. Okay. Okay. Guten Tag. Danke. Ich würde sie gerne befreien. Probleme. Auf Wiedersehen. Ne, Chorizo, immer eine gute Tat. Das hilft ganz gut. Hä? 600 Meter in die Richtung, dann sollen wir außen rum gehen? Okay, da wir ja gerade sowieso nicht, ne? Oder können wir da gar nicht hoch? Ja, gut, das ist dann was anderes, aber wenn wir sowieso... Ich meine, wir sind ja gar nicht mit dem Dings unterwegs, ne? Wir sind ja zu Fuß unterwegs.
Wenn wir jetzt hier so an dem Berg hier vorbeilaufen, dann brauchen wir da doch nicht die Strecke da laufen. Wäre ja dumm. Ich meine, wie gesagt, wir sind ja sowieso... Oh. Gut, das ist dann was anderes. Ich habe das Kroko schon gehört. Vielleicht bin ich ja schnell genug unterwegs. Chorizo, du machst die Ablenkung, ne? Machst du wunderbar. Wenn du jetzt noch Schnüffler dazu bekommen würdest, wäre super, aber sieht nicht so aus. Chorizo, los jetzt! Ja, das lasse ich auch. Ich hasse es, wenn man mir die Karte klaut. Und ich das dann nicht mehr sehe. Ah, das wisst ihr ja. Okay. Dann wollen wir mal. Ach, der Mond sieht echt schön aus, ne? Ich mag generell das Ambiente. Das ist einfach sehr paradiesisch gehalten, ne? Wenn man selber schon nie so wirklich so der Urlaubsmensch ist und dann, keine Ahnung, dann sowas hier sieht. Man ist zwar nicht da, aber man ist halt auch irgendwie, doch irgendwie da und dann ist das schon sehr angenehm. Also ich glaube nicht, dass ich persönlich... Es wäre zwar schon cool, aber ich glaube nicht, dass ich so jemals dazu komme, sowas hier per Urlaub oder irgendwie sowas, ne? Dafür habe ich halt einfach auch ja, einen zu geregelten Plan vom Leben. Als dass ich dann da irgendwie hinfahren würde und Urlaub machen würde. Und dann ist es halt schön, wenn man dann hobbymäßig dann hier per Videospiel dann doch mal die Gegend erkunden kann und dann doch mal... Ich meine, sowas, was ich hier mache, würde ich halt im Urlaub oder im echten Leben nicht machen. Na, und das ist halt dann nochmal was anderes, ne? Aber wie gesagt, Urlaub ist halt auch so überhaupt nicht mein Ding. Und deswegen, alleine schon wegen meiner Kaninchen würde ich halt nie so lange wegbleiben. Ja, da müsste ich halt immer so ein Zeitpensum setzen, dass es halt nicht so lange ist, weil ich halt ungern so lange von meinem Kaninchen getrennt bin. Der Umzug ist schon lang genug. Also, ne, dass ich da nicht die Möglichkeit habe, gerade, ne, Zeit mit meinen Kaninchen zu verbringen. Aber jetzt so Urlaub, nö. Und dann kommt es halt auch noch hinzu, dass ich halt auch gar nicht zur Ruhe komme. Also generell immer Probleme damit habe und dann, ja, gar nicht wüsste, was ich machen soll. Ist halt nicht so meins, ne. So, jetzt nehmen wir noch das hier mit. Ein Segen. Ne, dadurch, dass ich ja auch Autorin bin und dann schreibe und dann... Ich habe ja selbst ins Krankenhaus meine Arbeit mitgenommen. Ne, selbst da habe ich gearbeitet. Das ist halt, ja. Das sieht man ja teilweise. Dass ich da so ein bisschen unfähig bin, mich zu entspannen und Urlaub zu machen, ne? Was auch erklärt, warum ich, ja, Let's Plays mache. Sind Arbeit, ja, aber auch irgendwie nicht. Und das ist dann halt das Schöne, ne? Die einzige Arbeit daran ist halt wirklich, dass man dann regelmäßig was macht und das dann halt, ne? So ein bisschen, so eine gewisse, ja, Regelmäßigkeit reinbringt, ne? Also, dass man dann guckt, dass man immer, welche Parts oben hat, das Schneiden und so. Ne? Aber ansonsten ist es halt auch wieder nicht sehr, sehr weird. Aber auch sehr cool. Okay. Ja, dann. Aber jetzt kann ich ja weniger gestört werden. Also das ist jetzt nicht mehr so, hoffentlich nicht mehr so häufig, dass ich da irgendwie, ne, nicht mehr die Zeit dafür habe oder so. Das ist dann doch jetzt. Jetzt bin ich in meinen eigenen vier Wänden. Jetzt kann ich das selber einteilen. Ne? Ja, konnte ich vorher auch, aber halt... Ihr wisst es ja, wenn ich einen Besuch bekommen habe. Und das ist jetzt nicht mehr der Fall. Ich kriege keinen Besuch mehr. Wenn, dann kann meine Mutter bei meiner Oma nebenan übernachten. Aber hier muss halt keiner schlafen. Und das ist halt für mich, das nimmt mir einen sehr immensen Druck weg, ne? Zumal ich Schlafbesuche ja schon immer grausig fand. Ich fand es schon immer so ein bisschen überbewertet. Ne? Das war schon noch nie meins. Okay. Dann wollen wir mal. Da vorne ist auch wieder was, aber damit wollen wir nichts zu tun haben. Wir wollen die 150 Meter noch laufen. Ja, Krokodilfarm. Gut. Sind hier auch Krokodile? Ich
meine, sonst wird es nicht Krokodilfarm heißen. Okay. Aber bitte nicht, dass die hier so rumlaufen, ne? Also die sollen schon gerne da bleiben, wo sie sein sollen. Nicht hier irgendwie... Es sei denn, sie sollen hier sein, aber hoffe ich jetzt mal nicht. Okay. So, was bekommen wir denn diesmal? Ein bisschen Scheißpulver. Okay, sehr schön. Kann man ja immer gut gebrauchen. Und hier haben wir auch wieder Schmuggelgut. Wo war die Tür? Da war die Tür. Ne, Chorizo? Ach, in der Richtung. Okay, dann gehen wir mal wieder weg. Brauchen wir hier nichts mehr, ne? Das passt schon. Okay. Ich habe jetzt gedacht, ich werde wieder verfolgt von einem Krokodil. Aber keine Ahnung, was das war. Irgendwas wird da schon gewesen sein. Ich will es auch nicht herausfinden. Ah ja. Okay. Wie gesagt, ich möchte es nicht herausfinden. Und sowas finde ich eigentlich viel gruseliger als das, was sie da so einen auf gruselig machen wollten mit dem Spuk und so. Ne? Das ist halt irgendwie nicht gruselig, aber wenn du halt irgendwie was hast, hinter dir raschelt und es läuft dir hinterher und du weißt nicht, was es ist, ist halt nochmal ein höherer Gruselfaktor, ne? Ich war hier schon mal. Huch. Das ist ja hier. Warum habe ich das nicht mitgenommen? Naja. Unwissenheit wahrscheinlich. Komm ich hier hoch? Ja, das hat nicht so gut geklappt. Sehr schön. Komm hoch. Nein. Okay. Ich hätte nicht gedacht, dass das ungefährlich ist, aber gut. Nehmen wir mal mit. Komme ich jetzt hier raus? Nein. Ach, hier komme ich rüber. Wahrscheinlich wäre hier dann auch was gewesen. Oder war das schon? Nee, ich glaube, das war schon so gut. Okay. Ah ja, genau. Da vorne ist auch noch was. Das haben wir beim letzten Mal anscheinend auch nicht mitgenommen. Ah gut, 200 Meter. Ist dann auch in Ordnung. Oh, die armen Hundchens. Die armen Hundis. Die tun mir voll leid. Die Leute natürlich auch, ne? Keine Frage, aber die Hundis sind... Ah, dann ist das die! Die Krokodilfarm. Oder wie? Ah, ne, das... Nee, sorry, ich habe jetzt eine andere im Kopf. Nee, sorry, war's doch nicht. Die mit unserem Yuppie, das war ja eine andere. Greif an, Chorizo! Der schafft das schon. Chorizo, hier drüben! Ihr. Ich glaube nicht, dass ihn das gerade interessiert. Wieso sie? Woher weiß er das? Ich meine, ich habe jetzt nur den Hund dahin geschickt. Oh. Ich nehme mal die Schnellreise, ne? Habe ich schon wieder was übersehen? Eieiei, oder ist das erst aufgetaucht? Ich bin mir da nie sicher. Ich habe da irgendwie gerade nicht so das Gedächtnis für. Oder generell nicht so, glaube ich. Ob ich da schon vorher mal was gesehen habe oder ob das, ob ich das einfach nur übersehen habe und es da vorher schon gewesen ist. Keine Ahnung. Also nee, das war, glaube ich, gleich dasselbe. Oder ob da vorher nichts gewesen ist und das hinterher aufgetaucht ist. So, glaube ich, ein Schuh draus. Hier drüben. Ach wirklich, ich habe gerade einen Schluck getrunken. Was ist denn hier drüben? Und wo ist... Ach, da ist er drüben. So. Was weißt du? Dani, dann sag die Armee sammelt Freiwillige für das Paria-Programm. Das ist die perfekte Gelegenheit für einen Überfall. Kämpf mit uns. Gracias. Aha. Vor allem Freiwillige. Naja. Hey, sei gerne ein Ausgestoßener. Wir besprühen dich mit Gift und du wirst früh sterben. Jetzt mach mit. Freiwillig.
ich mach da gern mit. Das ist so lustig. Das wird bestimmt Spaß machen. Wir sind eine große Familie. Meine verstrahlten Urenkel werden dann noch ganz stolz auf mich sein. Wie komme ich hier hoch? Oh. Ich wollte nicht stören. Entschuldigung. Wollt nicht stören. Okay. Ich wollte ja auch nicht runterfallen, aber gut, dass wir drüber geredet haben. Ach, hier komme ich hoch, ne? Aha. Ja, irgendwie muss man ja auch hier hochkommen. Ich meine, die Dinger wollen ja auch verehrt werden, ne? Unglaublich. Okay. Was haben wir denn hier noch? Nichts so wirklich. Okay. Ach, hier haben wir noch was. Und dann kommen wir hier gleich zum nächsten hin. Ja, gut. Machen wir, ne? Ja. Gut, wir können auch gegen die Dinger schwimmen. Also, ne? Das ist da gar kein Problem. Ach. Hätte ich natürlich auch gleich mal mitnehmen können. Was für ein Konzert, Carajo. Ja, sehe ich genauso. Nicht viele sehen das so, aber ich sehe das genauso. Was haben wir denn hier noch? Können wir hier nochmal auffüllen? Ah, ja, da war ja was. Ah, da war ja was. Nö, muss ich jetzt gerade nicht. Können wir später nochmal... Okay, später nochmal machen. Wir gehen jetzt erstmal weiter. Ich weiß, ich verschiebe das immer auf später, aber irgendwie ist das nicht ganz so meins, ne? Wie man vielleicht bemerkt hat. Ich möchte halt lieber hier sehr viel Zeit in der Natur verbringen und mich hier umgucken. Vielleicht mal ein paar Schnellreisen, aber mehr auch nicht. Und dann halt sehr viel mich hiervon mitnehmen, als die ganze Zeit in der Aufnahme an der Werkbank zu sitzen. Ne? Und dann eh nicht voranzukommen. Aber gut. Mal hin und wieder macht es ja vielleicht mal Spaß, aber so, das immer zu haben, ist ja auch doof. Ne? Ah ja, schon wieder. Oder immer noch. Ich glaube, wir waren hier eben gerade schon. Ui. Komm mal her. Nein! Ergib dich! Das Feuer, ne? Wir reiten doch gar nicht durchs Feuer. Vamos. Wir reiten doch gar nicht durchs Feuer. Ich verlange das doch gar nicht von dir, Pferdchen. Bäum dich doch nicht so auf. Okay. Okay. Ich nehme mal die Strecke. Oder wir nehmen die Strecke. Her! Die angezeigt wird. Okay. Können wir auch machen. Hauptsache, wir kommen hier weg. Nö. Was? Warum war da jetzt eine Giftspur? Weiß auch keiner, ne? Na gut. Hauptsache, wir kommen da, Ruhig. Okay, er ist es nicht. Und ich will jetzt da nicht irgendwie hin. Wir hätten uns jetzt wieder was holen können, aber... Naja. Oh. Stell dich mal hier hin, ne? Ich habe das jetzt gar nicht so realisiert, dass ich hier gar nicht drauf darf. Weil ich wollte doch eigentlich sowas haben und ja, das ist jetzt nicht gerade meinem Gehirn, dass das in betreten verboten Gebieten ist. Ich weiß. Das machst du schon, Chorizo, ne? Das, kriegst du schon hin. Der macht das schon. Komm zurück, Chorizo! Aber Schnüffler ist noch nicht wieder hoch, ne? Oder?
Eins von 10. Ich bin mir da nicht sicher, wie ich das genau hoch dingsen kann, also hoch skillen kann. Ich schicke ihn da hin und wieder mal rein, aber ja, vielleicht kriege ich ihn auch nie. Toll. Ja. Schön, wie sie immer an bei lebendigen Leibe verbrannt wird. Sehr schön. Okay, er ist nicht bewaffnet. Okay, da hätte uns beinahe einer gesehen. Ach, hier kann ich hoch. Komm, einmal bitte hochklettern. Und hier komme ich auch hoch. So. Ich wollte die doch wegpacken. Ach. Hier oder wie? Ah ja. Ach, hier ist noch eine Treppe. Ja gut, dann hätten wir uns das auch sparen können. Ein bisschen Scheißpulver und dann haben wir das. Ich nehme diesmal die Treppe. Da habe ich jetzt keine Lust drauf. Ah, Moment. Ach ja. Chorizo ist ganz ganz weit voraus. Er hat gleich gemerkt, dass es hier reingeht. Ja, hier wäre die Tür gewesen. Okay. Okay. Oh, ist das nervig. Ist gerade voll unnötig, aber meine Nase juckt halt die ganze Zeit, ne? Beziehungsweise nicht mal direkt die Nase, sondern so teilweise hier oben die Wangenknochen nur. Also nicht die Wangenknochen, sondern hier die Wangengedönse halt, ne? Neben der Nase so die Bereiche. Ist halt ultra nervig. Erst recht mit Brille, wo das dann alles im Weg ist und hast nicht gesehen. Ja. Oh, Pferdchen. Moment, da hinten ist Pferdchen. Hätte ich beinahe vergessen mitzunehmen. Wenigstens noch für die paar Meter. Wo bist du? Ach, da. Na dann. Na los. Komm mal her. So ein braves Pferd. Mhm. Gut, dann können wir einmal hier, ne? Okay. Dann haben wir das wenigstens. Dann haben wir das mitgenommen. Entschuldigung. Aber ich darf hier lang. Hier zwar nicht mehr, aber... Langsam. Komm, ich park dich mal. Und dann können wir gucken. Ja, ich weiß. Okay. Vorsicht, Dani. Spezialeinheiten. Ah ja, klar. Ja. Na, komm mal her. Okay. Solange mich niemand erwischt, ist alles in Ordnung. Das nehmen wir mal mit. Benzin kann man auch immer gut gebrauchen. Deswegen waren wir hier. Ein bisschen Scheißpulver und dann können wir auch wieder gehen. Nö. Da vorne steht das Pferd. Ging ja fix über die Bühne. Okay. Steigen wir mal auf den Dalmatiner auf und gucken, wo wir als nächstes hin können. Hier waren wir vorhin, ne? Genau. Okay, jetzt würde ich mich hier nochmal genauer umgucken. Ich gehe nochmal von oben runter. Nö. Okay, das war das. Einmal hier rüber. Okay. Es sind halt nur noch diese
Absprungdinger, diese, wo man dann hinterher muss, ne? Wo dann die abgeworfen werden und du musst halt eher da sein, bevor die da sind. Also diese. Genau die. Jetzt muss ich mal kurz das gucken. Okay. Damit ich hier noch eine ungefähre Ahnung habe. Okay. Ich glaube, hier habe ich überall schon alles gemacht, ne? Ich meine, wir haben ja auch schon ein paar Parts hier verbracht. Was war das denn nochmal? Ach, das ist das. Okay. Okay, das war das. Wo ich noch nicht hin wollte. Halt gerade ein bisschen ungünstig rüber. Ist auch ziemlich groß, ne? Das, die Gebiete. Ich gucke erstmal Bareal so. Ich glaube, das ist einfacher, wenn ich dann mich tatsächlich auch erstmal an die Gebiete halte. Als wenn ich da jetzt hier einmal kreuz und quer gehe. Ich glaube, Bareal haben wir, bis auf die Seite, das, was wir hier noch nicht geguckt haben, weil es halt noch nichts markiert ist, haben wir eigentlich soweit ganz gut abgegrast. Dann haben wir hier in der Mitte Noventarmas. Okay. Er scheint aber auch schon ganz gut abgegrast zu sein, ne? Na da? Oh, ich bin schon zu weit. Da bin ich mal wieder zu weit gegangen. Ja, man könnte die Grenzen so ein bisschen besser aufzeichnen. Ich sehe halt nichts mehr, ne? Also, ist halt schon gut. Genau, das ist Balaceras. Da sind wir auch ganz gut mit dabei. Ja, bis auf das hier, aber das ist halt ein Satz, ne? Und das hier? Ah ja, Lola. Ja, da waren wir beim letzten Mal, ne? Genau, dann müssen wir nach Cruz Salvador. Und das war, glaube ich, dann der letzte Ort hier von Dings, ne? Viviro? Okay. Oder steht das da generell? Dann noch hier das hier, ne? Hier haben wir noch ein bisschen was. Muss mal kurz gucken. Es beginnt schon hier oben. Okay. Achso, okay. Gut. Ja, hier hinten bei ihm haben wir noch ein bisschen was nicht mitgenommen. Da haben wir noch ein bisschen was nicht mitgenommen. Das gehört schon zum anderen Gebiet. Aber ansonsten sieht das auch hier schon ganz ausgenommen aus, ne? Ich könnte also quasi schon mal... Ah, nee, doch nicht. Ich wollte gerade sagen, ich könnte schon schnell reisen, aber... Ist ja gar kein Schnellreiseziel, denn doch, schon ein paar. Aber nicht so viele. Welches nehme ich denn mal? Welches nehme ich? Die lange Abkürzung vor allem. Hier und dann fahren wir hier hin? So rüber? Oder... Nee, ich mache mal das hier und dann gehe ich hier rüber, ne? Genau. Dann sind wir da so einigermaßen zentral. Wir können das dann mitnehmen. Nö. Dann haben wir das. Ich meine, wir haben ja eigentlich hier das Gebiet von Maximas Matanzas eigentlich ganz gut abgegrast. Bis auf Dinge, die wir halt noch nicht angezeigt bekommen haben, die wir vielleicht eventuell noch bekommen, wie beim letzten Mal. Aber ansonsten geht's ja eigentlich schon, ne? Okay. Sehr schön. Hab hier denn da... Ich hab dich übersehen, sorry. Ich hab das zu spät. Hi. Du hast was für mich? Hey, Castillos Soldaten werden langsam übermütig. Mhm. Wir müssen ihnen zeigen, wo es lang geht. Das wird ein... Dani, die Armee sammelt Freiwillige für das Paria-Programm. Mhm. Das ist die perfekte Gelegenheit für einen Überfall. Ja. Kämpf mit uns. Hast du schon mal gesagt.
Also wurde mir schon mal gesagt, aber danke. Stimmt, die müssen wir auch noch machen, die Hinterhalte, ne? Muss ich auch noch mal gucken, ob wir da irgendwie was haben. Da habe ich jetzt nicht drauf geachtet, aber gut. Wo er hin will, weiß ich jetzt auch nicht. Wow, ist das schnell. Ah ja, okay. Ich bin da mal weg. Auch wenn es sehr unheimlich ist, das Gefährt, aber gut. Kriegen wir schon hin. Ach, hier muss ich lang. Okay. Ich krieg die Biege schon, ich krieg die Kurve. Ne? Hier geht's lang und fertig. Dann tut es mir leid, dass ich dich unterbrechen muss. Ja. Aber wir sind schon da. Ah, hier drinne. Okay. Die vermisste Muse, Rosa, die Muse meines Herzens, ist verschwunden und den Schlüssel zu meinem Herzen hat sie mitgenommen. Oh Götter aller Orten. Rosa war die Einzige, die mir das Paradies zeigen konnte. Es gibt ein königliches Lösegeld für den, der mir sagen kann, wo sie ist. Nun, da ich ein Meister der sprachlichen Künste bin, sollte ich mich verneigen und klarstellen, dass ich mit Herz meine Wertsachen meine und mit Schlüssel tatsächlich einen echten Schlüssel. Scheiß drauf, ich gehe in die Kneipe. Und zeichnet Ambrosio Pietro Cartagena, ehemaliger Poeta Laureado von Yara. Ah ja, okay. Ich sollte nach dieser Rosa suchen. Mhm. Metall nehmen wir auch nochmal mit. Mal gucken, ob wir sie finden, ne? In der angegebenen Zeit. In gegebener Zeit. Oh nee, jetzt sag nicht, die ist ertrunken. Ich meine, da kennen wir ja schon so einige Kandidaten für. Nö, die da auch, ja, nicht ganz so intelligent waren. Oh, Ambrosius Schlüssel. Der Schlüssel zu Rosas Herzen. Was? Wieso hing der hier? Und wo ist... Okay. Ich bin verwirrt. So gegen Ende des Parts ist das doch schon etwas komisch. Lass mich raten, ich muss hier aufs Meer, ne? Och nö, da habe ich jetzt gerade keine Lust drauf und er hat gerade so schön gespeichert. Ich beende den Part. Das machen wir beim nächsten Mal. Wie gesagt, er hat ja auch gerade so schön gespeichert und das können wir dann auch machen, ne? Also es wird nicht, das haut nicht ab. Wir sehen uns dann hoffentlich auch wieder. Bis dann. Bye.